Einen schönen guten Tag. Schauen wir uns in diesem Tutorial an, welche Informationen Sie hier im Nachrichtenarchiv beim iTalk24 zu Ihren bereits versendeten Nachrichten bekommen. Ganz vorne in der Zeile zu einer Nachricht haben wir immer ein Symbol eingefügt. Zum einen ein Mikrofon, wenn es sich um eine Sprachnachricht handelt, oder einen Bildschirm, wenn es sich um einen Screencast, also eine Bildschirmaufnahme handelt. Das steht Ihnen in der Funktion oder in der Version iTalk24 Deluxe und Ultimate zur Verfügung. Daran können Sie also erkennen, welche Nachrichtenform Sie hier versendet haben, eine Sprachnachricht oder einen Screencast. Dann haben wir noch zwei Farben. Zum einen ist das Symbol in Blau, also ein blaues Mikrofon und ein blauer Bildschirm. Das bedeutet, der Empfänger dieser Nachricht hat diese Nachricht noch nicht abgehört oder abgerufen. Ist das Symbol grau gekennzeichnet, wie hier in der Mitte oder ganz oben, das bedeutet, der Empfänger hat diese Nachricht bereits abgerufen. Dann haben Sie zusätzlich die Information, wie oft die Nachricht abgerufen wurde, hier in dem obersten Fall nur einmal, und Sie bekommen das Datum und die Uhrzeit, wann diese Nachricht abgerufen wurde. In der dritten Zeile, hier bei der Sprachnachricht, haben wir auch das graue Symbol, also Nachricht wurde bereits abgerufen. Diese wurde zweimal abgerufen, dann ist das immer hier vor als Zahl dargestellt, wie häufig wurde dieser Link aufgerufen, und Sie kriegen auch das Datum angezeigt und Sie kriegen die Uhrzeit angezeigt, wann diese Nachricht das erste Mal abgerufen würde. Also wenn Sie heute jemand das dritte Mal abrufen würde, dann würde sich nur hier vorne die 2 zu einer 3 verändern, dann wurde sie dreimal abgerufen, aber Datum und Uhrzeit, wann sie das erste Mal abgerufen wurde, bleibt dann natürlich unverändert. Das heißt, jedes graue Symbol bedeutet abgerufene Nachricht, ein blaues Symbol noch nicht abgerufene Nachricht. Hinter dem Symbol kommt eine Notiz und diese Notiz können Sie ja zum einen bei der Sprachnachricht eingeben. Hier ist das Notizenfeld, das was Sie hier eintragen, bevor Sie eine Nachricht versenden. Das wird Ihnen hier im Archiv hier vorne angezeigt und genauso in der Version Screencast. Da sieht es etwas anders aus. Dort haben Sie auch das Feld Notizen und was Sie hier bei Notizen eintragen, bevor Sie auf den Record-Button klicken, das bekommen Sie hier im Archiv auch angezeigt als Notiz. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, hier im Archiv, wenn Sie einen solchen Eintrag anklicken, diesen auch rauszunehmen und dann dementsprechend zu ändern. Sobald Sie hier einen anderen Text eingegeben haben und mit der Maus irgendwo anders hinklicken, ist dieser Eintrag übernommen und diese Nachricht hat eine neue Notiz bekommen. So können Sie also hier im Archiv diese Notiz jederzeit auch nachtragen, wenn Sie das mal bei einer Nachricht nicht gemacht haben oder vergessen haben. Geht es also hier ganz einfach nachzutragen und genauso können Sie es, wie gerade gezeigt, auch jederzeit verändern. Als weitere Information bekommen Sie hier noch angezeigt, mit welcher Vorlage Sie diese Nachricht versendet haben. Ich habe hier also zwei Videovorlagen und diese Screencast habe ich mit der Vorlage 1 versendet. Und bei der Sprachnachricht habe ich auch die Audiovorlage 1 verwendet. Also hier wird immer genau der Name, den Sie der Vorlage gegeben haben, angezeigt. Und hier hätten wir auch die Möglichkeit, dieser Nachricht eine andere Vorlage zuzuweisen. Und sobald Sie hier der Nachricht eine andere Vorlage zuweisen und sie würde jetzt vom Empfänger aufgerufen, dann sieht er schon diese Sprachnachricht mit der gerade von Ihnen ausgewählten anderen Vorlage. Also das passiert wirklich in Echtzeit. Sie können hier eine andere Vorlage auswählen und wenn danach jemand diese Sprachnachricht aufruft, dann kriegt er schon diese Sprachnachricht mit natürlich Ihrer gleichen Botschaft, aber in der von Ihnen anders gestalteten Vorlage, jetzt hier in der Version Audio-Vorlage 3 angezeigt. Ja, das heißt also, in dem vorderen Bereich bis zu der Vorlage bekommen Sie Informationen zu Ihrem versendeten Nachricht, ob sie abgerufen wurde oder nicht, was es für eine Nachricht war, was Sie für eine Notiz eingegeben haben, ob und wie oft sie abgehört wurde und mit welcher Vorlage wurde sie versendet und Sie können die Vorlage hier ändern. Die weiteren Funktionen, die dahinter kommen, schauen wir uns in einem weiteren Tutorial an. Viel Erfolg und alles Gute!